Hallo und herzlich willkommen zum Hotel Silber Podcast. Am 20. Februar 1942 wurde der gebürtige Stammheimer Gustav Stange auf der Schießbahn Dornhalde in Stuttgart hingerichtet. Der Schuhmacher hatte sich bis zuletzt aus Glaubensgründen geweigert, einen Eid auf Hitler zu leisten und seinem Stellungsbefehl nachzukommen. Weil er keine Waffe in die Hand nehmen wollte, wurde er vom Kriegsgericht in Stuttgart zum Tode verurteilt. Zuvor hatte ihn der Stadtpfarrer Rudolf Dauer mehrfach besucht. Später berichtete der Geistliche: Ich versuchte ihm alles zu sagen, was ihm etwa eine andere Stellungnahme ermöglichen könnte. Es lag mir so viel daran, das Leben dieses tüchtigen Menschen zu retten, aber er war seiner Meinung völlig gewiss. Bei der Kriegsgerichtsverhandlung sagte ihm der Hauptmann: Was würde denn, wenn es alle Menschen so machen wie Sie? Worauf er die Antwort gab: Dann wäre der Krieg gleich zu Ende. Gustav Stange war Zeuge Jehovas. Wenn wir heute von den Zeugen Jehovas sprechen, haben wir wohl zuerst missionierende Angehörige dieser Religionsgemeinschaft vor Augen, immer zu zweit an Infoständen in der Stadt, am Bahnhof oder von Haus zu Haus gehend. Die Geschichte dieser Religionsgemeinschaft, die Verfolgung während der nationalsozialistischen Diktatur, ist vielen vermutlich weniger bekannt. Dabei gehören die Zeugen Jehovas zu den am härtesten verfolgten Gruppen weltanschaulicher und religiöser Gemeinschaften in der NS-Diktatur, mit proportional sehr hohen Opferzahlen. Nach 1945 wurden die Zeugen Jehovas aber lange nicht als Opfer des NS-Terrors gewürdigt. Darüber, also über die Verfolgung der Zeugen Jehovas in der nationalsozialistischen Diktatur, ihre fehlende Anerkennung nach 1945 und unser heutiges Wissen darüber, sprechen wir mit Dr. Hubert Roser. Dr. Hubert Roser hat als Zeithistoriker intensiv zur Geschichte der nationalsozialistischen Diktatur geforscht und wurde mit einer Arbeit zu den Kommunen und Landkreisen in Baden und Württemberg 1933 bis 1939 an der Universität Mannheim promoviert. Herr Roser ist darüber hinaus ein ausgewiesener Experte zur nationalsozialistischen Verfolgung der Zeugen Jehovas im Südwesten. Seit einigen Jahren ist er im Schuldienst und Gymnasiallehrer in Dietz bei Limburg an der Lahn. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Roser. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Immanuel Baumann und ich moderiere diesen Podcast gemeinsam mit meinem Kollegen Friedemann Rienke. Ja, hallo. Auch von meiner Seite an Sie, Herr Roser, nochmal herzlichen Dank, dass Sie zu dem Gespräch heute hier zur Verfügung stehen. Meine erste Frage ist, mein Kollege hat schon erwähnt, den Begriff Zeugen Jehovas kennen wohl sehr, sehr viele, haben auch Vorstellungen dazu, aber das Wissen um diese Religionsgemeinschaft ist vielleicht nicht weit verbreitet. Vielleicht können Sie kurz erstmal erläutern, was der Begriff Zeuge Jehovas oder früher ernste Bibelforscher eigentlich bedeutet, worauf er hinausläuft. Ja, der Name Zeuge Jehovas ist eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten hier geläufig geworden in Deutschland. Zur damaligen Zeit, also zur Zeit der Weimarer Republik und während der Zeit des Nationalsozialismus, war der Name sogenannte ernste Bibelforscher geläufig. Diese Bibelforscher sind eine, ja, man kann es sagen, religiöse Kleingruppe, die im 19. Jahrhundert in den USA entstanden sind, in einem Land, in dem ein Glauben liberaler gelebt werden durfte, als das damals in Europa der Fall war. Und da haben sich eben zahlreiche kleinere Glaubensgemeinschaften als in Oppositionshaltung ja oder Protesthaltung dort eigentlich so entwickelt. Und die wurden dadurch zum Konkurrenten der großen Kirchen, die praktisch auf dem Feld der Glaubenswahrheit solche Kleingruppen natürlich nicht so gern gesehen haben. Und eine Rolle, es war eine ganz kleine Gruppe von wenigen Tausend am Anfang, und eine wichtige Rolle hat dann gespielt der Erste Weltkrieg mit seinen Grausamkeiten, mit seinen Materialschlachten, der viele Menschen dazu verleitet hat, eigentlich die Welt, wie sie bisher erstanden war, in Frage zu stellen und sich, was Religion jetzt angeht, anderen Ideen eben anzuschließen. So sind die Zeugen Jehovas, die nur wenige tausend Mitglieder hatten vor dem Ersten Weltkrieg, wuchsen dann in Deutschland auf das Zehnfache an, sodass etwa für die Zeit 1933 man zwischen 25.000 und 30.000 Zeugen Jehovas rechnen kann. Was würden Sie sagen, was sind so die Kernpunkte der Glaubenslehre? Sie haben schon angesprochen, dass es natürlich auch eine Konkurrenz zu anderen Glaubensrichtungen und Gemeinschaften gab.
Kann man das irgendwie an einigen Stichpunkten festmachen, zum Beispiel jetzt hier zur protestantischen evangelischen Kirche? Die Zeugen Jehovas sind Christen. Wo ist der Unterschied? Ja, sind beides, sind alles Christen, die natürlich auch an Gott und Jesus und die Propheten und so weiter glauben. Zwei Dinge spielen bei den Zeugen Jehovas eine zentrale Rolle. Es ist zum einen die Endzeiterwartung, zum anderen die Bibelgläubigkeit. Das heißt, ein Zeuge Jehovas geht fest davon aus, dass die Welt, in der wir jetzt leben, im Grunde kurz vor dem Ende steht und dass dann eine neue Welt errichtet wird, in dem Gott Jehova die Mächte des Teufels für immer vernichtet. Und in dieser Welt werden dann nur die wahren Gläubigen, also das sind in dem Fall die Glaubensanhänger der ernsten Bibelforscher, werden leben können. Und deswegen sieht es jeder Zeuge Jehovas als Aufgabe an, in seinem Leben hier möglichst viele andere Menschen von seinem Glauben zu überzeugen. Eine große Rolle spielt dabei die Bibel, das heißt, die Zeugen treffen sich regelmäßig zu Versammlungen und besprechen dort die Inhalte der Bibel. Und das wird nicht nur einfach so frei besprochen, sondern man hat hierzu Literatur von der Wachturmgesellschaft. Das ist praktisch die organisatorische der Spitze der Zeugen Jehovas. Und da gibt es diese Zeitschrift der Wachturm, die ja viele auch kennen, die ja an der Tür angeboten wird oder die man auf der Straße kostenlos bekommen kann, indem man praktisch da auch angeleitet wird, wie man dieses sogenannte Bibelstudium durchführt. Die Zeugen Jehovas sind ja, oder ernste Bibelforscher damals noch genannt, gleich zu Beginn der nationalsozialistischen Diktatur vielfach verboten und schon verfolgt worden. Im Südwesten war es so, in Baden schon recht früh. Sie können das ja gerne noch etwas differenzierter. In Württemberg wohl erst zum 1. Februar 1934, aber schon mit einem Werbeverbot in 1933. Warum war das so, dass die Nationalsozialisten von Anfang an die Zeugen Jehovas, ins Visier genommen haben? Die Nationalsozialisten wussten zum damaligen Zeitpunkt, hier vor allem die Gestapo auch, die ja gerade erst gegründet worden war, wussten noch nicht sehr viel über diese Gruppen, die ja im Grunde eine Randerscheinung waren, eine gesellschaftliche Randerscheinung, also wenige 10.000 Menschen. Und da gab es Verbindungen natürlich zu den Kirchen. Die Kirchen haben die Zeugen Jehovas als Konkurrenten gesehen. Das war schon vor 33 so. Und die haben sich, für sie war das natürlich in ihrem Interesse, dass solche Gruppen im Grunde, dass man hier die Bewegungsfreiheit ein bisschen einschränkt. Und dieses Wissen war vorhanden am Anfang und dann wurde recht schnell festgestellt oder wurde festgelegt, dass die Zeugen Jehovas als Gruppe nicht mehr aktiv sein sollten. Und die Zeugen selbst als Gruppe, als religiöse Gruppe, für die war das natürlich schwierig. Sie mussten auf der einen Seite Loyalität dem Staat gegenüber zeigen, auf der anderen Seite ist einer ihrer wichtigsten Kernsätze, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und das war für sie ein Konflikt. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir unseren Glauben weiterhin versuchen zu teilen mit anderen Menschen, das heißt den Predigtdienst, den sogenannten Predigtdienst weiterführen, oder sollen wir uns zurückziehen? Und für einen richtigen Zeugen Jehovas ist das keine Frage, sondern der Glaube muss verkündigt werden. Wenn wir mal über das Werben und Missionieren hinausgehen, was waren denn Punkte, die sich gerieben haben mit der nationalsozialistischen Weltanschauung, oder umgekehrt, was war für die politische Polizei und für die Akteure des NS-Regimes das Problem der Zeugen Jehova? Wo kann sich das in konkreten Beispielen zeigen? Die kleine Gruppe der Zeugen Jehovas war für den Nationalsozialismus im Grunde objektiv ungefährlich. Aber die Nationalsozialisten als Herrschaft hatten ja einen totalen Herrschaftsanspruch. Sie sind waren ein totalitäres Regime und jeder, der praktisch nach außen hin nicht bereit war, sich anzupassen, und zum Beispiel, wer jetzt plötzlich gesagt hat, ich verweigere den Hitlergruß, weil damit einem Menschen das Heil ausgesprochen wird, das ist für Zeugen Jehovas, war das eigentlich undenkbar, der hat sich praktisch verdächtig gemacht und die lokalen Polizeibehörden kannten
viele Zeugen Jehovas, eben durch den Predigtdienst. Und dann waren das Dinge, die einfach mit dem Glauben der Zeugen Jehovas nicht mehr zu vereinbaren waren. Und jetzt war halt die Frage, wie man dann eben weiter aktiv bleibt. Ja. Wo Sie es ansprechen, wie haben Sie denn darauf reagiert? Also viele Deutsche, die vielleicht gerade anfangen, sagen wir auch mit der sich etablierenden NS-Diktatur, ihr vielleicht noch abwarten gegenüberstehen, haben Wege gefunden, sich zu arrangieren auf vielfältigen Weiten, auch im politischen, im privaten Bereich. Wie ist es bei den Zeugen Jehovas gewesen? Also zum Beispiel eben die Verweigerung, dass der Glaube ihnen verbietet, Heil Hitler zu sagen oder ähnliches. Wie sind Sie damit umgegangen? War das ein individuelles Verhalten? Gab es da auch Vorgaben der Religionsgemeinschaft? Da hat beides eine Rolle gespielt. Auf der einen Seite individuelle, gab es also gibt es Einzelfälle, wo Zeugen Jehovas natürlich weiter an ihrem Predigtdienst festhielten. Das hat in der ersten Phase, also 1933 bis 1934, nur eine geringe Rolle gespielt. Die Wachturmgesellschaft in Deutschland, also der deutsche Zweig, der war am Anfang sich wie andere gesellschaftliche Gruppen auch, die waren sich unsicher, wie sollen wir uns verhalten. Für sie war das Ziel, ihre religiösen Praktiken fortführen zu können. Und ich sag mal ketzerisch, hätten die Nationalsozialisten ihnen das erlaubt, dann wäre es solchen Widerstandshandlungen, wie sie dann später kamen, vielleicht gar nicht gekommen. Aber wie gesagt, der Totalitarismus der Nationalsozialisten hat das ausgeschlossen. Und man kann sagen, dass ab Anfang 1934 dann auch das Signal ausgegeben wurde von Seiten des deutschen Wachturmszweigs, dass der Predigtdienst weitergeführt wird. Und jetzt war die Situation folgende. Das war jetzt sehr gefährlich. Die waren verboten. Es war gefährlich, den Wachturm weiter zu drucken. Und jetzt musste man schauen, wie komme ich an diese Literatur, wurde das genannt. Und ja, Baden und Württemberg sind ja, der deutsche Südwesten grenzt an das Elsass und an die Schweiz an. Und dann hat man eben recht schnell gemerkt, dass eine gute Möglichkeit war, diese Druckschriften nach Deutschland zu schmuggeln. Und das wurde auch getan. Und dann hatte man eben einzelne Beispiele wurden geschmuggelt und dann wurden die auf Apparaten vervielfältigt und dann an die Gläubigen eben weitergegeben. Ja, ich würde gerne zwei Dinge noch aufgreifen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Das eine ist, in welche Phasen lässt sich denn die Verfolgung in der nationalsozialistischen Diktatur einteilen? Das haben Sie jetzt schon, da sind Sie schon darauf eingegangen etwas. Und das zweite vielleicht dann daran anschließend, über welche Zahlen sprechen wir? Das habe ich in meiner Anmoderation ja erwähnt, dass es eine Gruppe ist mit den proportional mit höchsten Opferzahlen. Sie sprachen von etwa 25.000 bis 30.000 Mitglieder am Beginn der NS-Diktatur. Wenn Sie uns da dann auch noch Zahlen zu der Verfolgung nennen können, aber in den Phasen der Verfolgung nach 33 bis 45. Eine erste Phase geht praktisch jetzt hier von 1934 bis 1937, 38, als die Zeugen Jehovas vergleichbar mit den Kommunisten praktisch illegale Netzwerke aufgebaut haben, um diese Druckschriften zu verteilen, um Versammlungen im Geheimen durchzuführen. Und dadurch wurde der gesamte deutsche Bereich wurde in so Bezirke eingeteilt und da gab es Bezirksdienstleister, die das alles organisiert haben. Die Gestapo, die wie gesagt am Anfang noch nicht sehr viel wusste über die Glaubenspraxis und über die Menschen, die dieser Glaubenspraxis anhingen, hat dann aber relativ schnell, im Grunde innerhalb von ein, zwei Jahren, hat das hier entdeckt und dann dieses ganze System aufgerollt. Das ist dann in dieser Form nach 1938 nicht nochmal entstanden, was auch mit dem Kriegsbeginn ein Jahr später zusammenhängt. In dieser zweiten Phase treten dann vor allem die Kriegsdienstverweigerer in den Mittelpunkt. Es sind etwa, meine letzten Zahlen sind etwa, ich sag mal, zwischen 250 und 300 Zeugen Jehovas haben aktiv den Kriegsdienst verweigert und sind überwiegend deswegen auch zum Tode verurteilt und hingerichtet worden oder wurden im KZ erschossen.
während der Kriegszeit, ja, zu den Kriegsdienstverweigerern noch, für einen Zeugen Jehovas kam es natürlich nicht in Frage, in den Kriegsdienst zu ziehen und Dienst mit an der Waffe, also Dienst mit der Waffe in der Hand oder sogar als Sanitäter oder sowas zu übernehmen. Und sehr viele Zeugen Jehovas haben dann diesen Kriegsdienst auch verweigert. Nicht jeder hat den Kriegsdienst verweigert. Es gab auch einzelne Glaubensanhänger, die sich unter Druck eben im Nationalsozialismus zurückgezogen haben. Darüber sind wenig Zahlen bekannt. Man muss aber festhalten, dass wenn man diese Kriegsdienstverweigerer nimmt, dann sieht man, dass alle Kriegsdienstverweigerer in Deutschland, es gab nur sehr wenige, weil eben die Todesstrafe drohte, dass keine andere religiöse Gruppe aus religiösen Gründen den Kriegsdienst verweigert hat als Gruppe. Und wie gesagt, unter den Kriegsdienstverweigerern stellen sie mit ganz großem Abstand die größte Gruppe. Man muss sich auch klar machen, dass von den 25.000 Zeugen Jehovas, sagen wir mal, jeder Zweite unter Verfolgungsmaßnahmen leiden musste und jeder Zehnte im Grunde zu Tode gekommen ist. Also 1200 Zeugen Jehovas haben praktisch die NS-Zeit nicht überlebt. Mhm. Ich fasse das nochmal zusammen. Also wir haben etwa 25.000 bis 30.000 Mitglieder, 10.000 in Haft, 2.000 mindestens im Konzentrationslager, 1.200 ermordet, 250 davon Kriegsdienstverweigerer. Das sind schon sehr, sehr große Zahlen. Ich würde mal gerne den Herrn Rienke fragen, der Ausstellungskurator im Hotel Silber ist, was wir denn speziell über Württemberg und über das Hotel Silber wissen, Blick auf Verfolgungsmaßnahmen von Zeugen Jehovas. Wir kennen natürlich einige Einzelbeispiele, die sich jetzt auch da sehr gut einordnen lassen, was Herr Rosa gesagt hat. Also das Hotel Silber war ja die Zentrale der Gestapo für Württemberg und dann auch für Hohenzollern. Und entsprechend diesen Verfolgungsphasen hat die Gestapo auch agiert. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade noch eine Ergänzung vorzunehmen von einer Frau, Rose Becher, die eben zum Beispiel sich geweigert hat, ihren Diensteid, sie hat bei der Post gearbeitet, auf Adolf Hitler zu leisten, ist entlassen worden und dann später verhaftet worden, weil sie eben in dieser illegalen Struktur, die Herr Rosa erwähnt hat, gearbeitet hat und ist dann erst zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Und dann nach der Haftverbüßung, als sie sich geweigert hat, gegenüber der Gestapo ihrem Glauben abzuschwören, ist sie dann eben in sogenannte Schutzhaft genommen worden und ist dann tatsächlich bis zur Befreiung in mehreren Konzentrationslagern inhaftiert gewesen. Also das Hotel Silber war der Ort, von dem aus diese Verfolgung dann in Württemberg und Hohenzollern ausging. Noch eine kleine Ergänzung. Bitte. Für Baden, das haben meine Recherchen damals ergeben, hat sich immer wieder gezeigt, dass das Landesgefängnis in Mannheim eine große Rolle gespielt hat, weil in Mannheim ein Gestapo-Beamter damals gearbeitet hat, der sich wohl sehr gut auskannte mit der Glaubenspraxis und der auch wusste, wie man solche Leute mit Prügel und anderen körperlichen Methoden und auch psychischer Folter dazu bringt, eben Aussagen zu machen. Und es gibt mehrere, also an mehreren Beispielen kann man das sehr gut verfolgen, dass die Gestapo mit sogenannten hartnäckigen, sogenannten fanatischen Bibelforschern in der damaligen Sprache, dass man diese Leute dann nach Mannheim ins Gefängnis überführt hat. Und die hatten vorher wochenlang oder monatelang, hatten die sich widersetzt, aber gegenüber diesen Beamten scheinbar unglaubliche psychologische und andere Methoden, die Leute zum Sprechen zu bringen. Mhm. Zeugen Jehovas sind als Opfergruppe in den Museen, Gedenkstätten heute ja repräsentiert. Das war aber lange Zeit nicht so. Warum, Herr Rosa, wurden Zeugen Jehovas nach 1945 so lange nicht als Opfergruppe anerkannt? Das liegt zum einen an den Zeugen Jehovas selbst. Die Zeugen Jehovas haben sich damals nie als Opfergruppe gesehen, sondern sie sahen sich als Sieger im Kampf mit den Mächten des Teufels, als denen der Nationalsozialismus angesehen wurde. Und nach Kriegsende war der Nationalsozialismus verschwunden. Die Zeugen Jehovas als religiöse Gemeinschaft aber noch da. Sie sahen sich als Sieger und ihr Schwerpunkt wurde jetzt praktisch wieder auf den Predigtdienst und auf das bald nahende Weltende gelegt. Es wurden Dokumentationen erstellt, es wurden
sehr viel Material in den Archiven der Zeugen Jehovas über Einzelschicksale, aber sie haben sich damit nicht weiter an die Öffentlichkeit gewendet. Eine andere Sache ist der Blick der Öffentlichkeit und der historischen Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg auf das Phänomen Widerstand. Da könnte man natürlich Stunden drüber reden. In aller Kürze würde ich sagen, zum einen muss man festhalten, dass die Mehrheit der Deutschen ja eben keinen Widerstand geleistet hat, sondern mehr oder weniger intensiv mitgemacht hat und es dann schwer war, auf diese Zeit in der Phase des Wiederaufbaus zurückzuschauen. Und als das dann getan wurde und auf den Widerstand geblickt wurde, dann war das so, dass man vor allem den guten, in Anführungszeichen, den guten Widerstand versucht hatte, in den Fokus zu nehmen. Und gut hieß in der DDR, dass nur der Widerstand, den die KPD geleistet hatte, eine wichtige Rolle, also eine zentrale Rolle gespielt hat. Und in Westdeutschland waren das der Kardinal von Galen, da ging es also um die Frage der Euthanasieverbrechen, die Geschwister Scholl und die Attentäter des 20. Juli. Also der Blick war ganz auf diese Gruppen konzentriert und erst in den 80er Jahren und dann verstärkt noch in den 90er Jahren, als so alltagsgeschichtliche und regionalgeschichtliche Methode eigentlich eine mehr Rolle gespielt hat, hat man gesehen, dass es noch viele andere Gruppen gab, die ganz unterschiedliche Formen von Resistenz oder Widerständigkeit oder Widerstand geleistet hatten, als es nur aktiven Widerstand. Anschließend, das wollte ich vorhin schon fragen, wir haben jetzt mal über andere Akteure gesprochen als die staatlichen. Für die NS-Zeit haben wir über die Gestapo gesprochen. Kann man Aussagen dazu treffen, wie die Zeugen Jehovas ja in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden? Also jetzt auch vor dem Hintergrund, sind diese Verfolgungsmaßnahmen wahrgenommen worden oder hat der Staat dafür gesorgt, dass sie wahrgenommen wurden? Also wenn es einen großen Prozess gegen meinetwegen in der Illegalität arbeitende KPD-Funktionäre gab, dann stand das in der Zeitung natürlich. Wie ist das bei den Zeugen Jehovas damals gewesen? Und vielleicht hat das auch damit etwas zu tun, wie man nach 45 dann auf diese Gruppe geguckt hat. Ja, ich würde doch eher sagen, dass wenn Sie von Zeitungen reden, das mag im Einzelfall der Fall gewesen sein, aber ich würde sagen, dass es in der öffentlichen Meinung eher untergegangen ist am Anfang. Und von den Zeugen Jehovas als Opfer von nationalsozialistischer Verfolgung oder sogar als aktiven Widerstandsleuten, da stand überhaupt nichts in den Zeitungen. Das hat eigentlich erst im Zuge der in der historischen Forschung neue Schwerpunkte gesetzt wurden, kam das in den 90er Jahren, ist das deutlicher geworden. Das übrigens auch in einer Phase, in der die Wachturmgesellschaft in den 90er Jahren einen anderen Kurs verfolgt hat, der, so würde ich das jetzt noch sehen, bis heute durchaus anhält, nämlich aus dieser Zurückgezogenheit herauszukommen und sich der öffentlichen Diskussion auch zu stellen. Das hat bestimmt damit zusammengehangen, dass die Wachturmgesellschaft damals einen Kurs verfolgt hat, der letztendlich auch erfolgreich war, als religiöse Gemeinschaft des öffentlichen Rechts anerkannt zu werden. Und man muss ja auch sehen, dass das Thema Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus auch zum Beispiel im Internet stark auch diskutiert wird. Dort gibt es Vorwürfe, dass die Zeugen Jehovas ihre Widerstandstätigkeit nur deshalb darstellen würden, um als sogenannte Sekte in einem positiveren Licht zu stehen. Ja, ich würde auch nochmal darauf eingehen, auf die Rolle der Zeugen Jehova in der Gesellschaft nach 1945. Wir haben ja sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik wieder das Phänomen, dass Zeugen Jehova wegen ihrer religiösen Überzeugung verurteilt werden und auch Haft verbüßen. Also in der DDR war die Gemeinschaft ja seit 1950 verboten und nach der Einführung der Wehrpflicht 1962 dann als Totalverweigerer sind Zeugen Jehova verurteilt worden. Aber auch in der Bundesrepublik nach der Einführung der Wehrpflicht 1956 haben Zeugen Jehova sowohl den Wehrdienst als auch den Wehrersatzdienst
aus Gewissensgründen verweigert, weil es eine staatlich geforderte Maßnahme war und sind deswegen verurteilt und ins Gefängnis kommen. Könnte also, offene Frage, die Ablehnung der Zeugenhofer aus religiösen Gründen auch dazu geführt haben, dass man ihren Widerstand und ihr Opfersein im Nationalsozialismus nicht gesehen und gewürdigt hat? Das hat man nicht gesehen und nicht gewürdigt, aber ob das jetzt damit speziell zusammenhing, ist schwer zu sagen, meines Erachtens. Die Zeugen Jehovas sind eine soziale Gruppe, die von ihrer Lebensart sie schließen sich von der Gemeinschaft, von der öffentlichen Gemeinschaft ab, nehmen nicht am öffentlichen Leben teil. Sie nehmen nicht an Wahlen teil. Das sind jetzt keine Staatskritiker, sie sind dem Staat loyal gegenüber, aber in religiösen Dingen wollen sie für sich bleiben, aus genannten Gründen. Und das hat sich erst ergeben, als praktisch im Zusammenhang mit der Anerkennung als Gesellschaft des öffentlichen Rechts die Zeugen von sich aus da an die Öffentlichkeit gegangen sind und auch zum Beispiel zu ihren Archiven jetzt, die ganze Zeit nicht zugänglich waren, auch Historiker, Historikerinnen durften diese Archive jetzt benutzen und bis zum heutigen Tag wird auch mit solchen professionellen Historikern zusammengearbeitet und die Geschichte der Zeugen Jehovas nicht nur, das ist natürlich vor allem die Verfolgungsgeschichte, nicht nur in Deutschland oder in der im Dritten Reich oder in der DDR, sondern auch in Südosteuropa oder in Russland wird heute aufgearbeitet. Ja, unsere Zeit neigt sich schon langsam dem Ende zu. Vielleicht können wir abschließend noch an dem Punkt kurz bleiben, Thema Wissenschaft. Sie haben ja schon angedeutet, das hängt auch damit zusammen, öffentliche Wahrnehmung und Erforschung. Sie gehören ja zu den Pionieren der Erforschung der Geschichte der Zeugen Jehova im Südwesten. Wie war denn Ihre Ausgangslage, als Sie angefangen haben zu forschen? Mit welchen Schwierigkeiten hatten Sie zu tun? Und wie würden Sie die Forschungslage heute einschätzen zu dem Thema? Gut, das ist jetzt 20 Jahre her. Wir haben damals ein Projekt an der Universität Karlsruhe in die Hand genommen, kleinere religiöse Gemeinschaften im Nationalsozialismus. Und damals gab es die Arbeit von Detlef Garbe, der praktisch schon die Grundlinien vorgegeben hatte. Also es war in der Forschung bekannt, dass die Zeugen Jehovas verfolgt wurden, dass sie widerständig gewesen sind, wo sie sich dem totalitären Druck verweigert haben. Und dann hat man eben versucht, mal zu schauen, wie das im deutschen Südwesten ist. Und die Quellenlage ist da eigentlich nicht so schlecht gewesen. Und vor allem anhand von Gerichts- und Gestapo-Unterlagen konnte man diese Verfolgungspraxis eigentlich sehr schön nachzeichnen. Man muss sagen, man kommt da auch im deutschen Südwesten jetzt nicht zu anderen Ergebnissen, wie das generell für diese Gruppe in Deutschland zusammenhängt. Der Südwesten war auch nicht eine Hochburg der Zeugen Jehovas, aber es waren auch jetzt nicht so ein Diaspora-Gebiet. Also in den größeren Städten, da hat es schon auch größere Gemeinden von Zeugen Jehovas damals gegeben. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Rosa, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und gibt es von dir, Friedemann Rinke, noch was zu ergänzen? Ja, mein Dank auch an Herrn Rosa, dass er sich die Zeit genommen hat und diese halbe Stunde hier mit uns darüber zu sprechen. Vielleicht als letzte Anmerkung noch, Anlass ist natürlich jetzt der internationale Gedenktag im Januar und dass der Baden-Württembergische Landtag eben dieses Jahr die Zeugen Jehovas und ihre Verfolgung durch die NS-Diktatur mit diesem Gedenktag nochmal inhaltlich verknüpft hat. Das war für uns auch nochmal den Anlass, hier mit Ihnen darüber zu sprechen, Herr Rosa. Herzlichen Dank. Danke auch. Ja, auf Wiederhören. Wiederhören.